Yo, Shadow Gaming, vielen Dank für deine 1500 Bits. Und somit herzlich willkommen zu der neuen Folge Pokémon Rot. Heißt euch herzlich willkommen in unserem Zombie-Geister-Megatower, der Spaßigkeit. In der letzten Folge haben wir ja hier angefangen mit. Und heute fängt das alles so... Och Gott, sag mir nicht, du hast drei Nebulax. Egal, was du bewachst. It better be worth it. Aber wenn du mir drei Nervbacken an den Kopf schmeißt, ist, Zunder, ich verlasse mich auf dich. Ich kann mich echt nicht auf dich verlassen, Zunder. Das ist schrecklich. Weil ich kann dich mit Verwirrung keine zwei Runden drin lassen. Wenn er dann nämlich Nachtnebel macht, dann bist du dort. Okay, das hat sich Nubrox nicht gefallen lassen. Gleichstand. Gleichstand. Alter, allein wegen sowas jetzt hier Krieg anfangen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Leute! Jesus Christ! Habt ihr Gehalt bekommen oder was ist hier los? Noch ein Nebulak, wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, war Stein... Konnte man mit Steingeister treffen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass... dass Zui absolut kein Nebulak treffen wollte. Oh, come on. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Ja gut, da geht noch ein Angriff durch. Hoffentlich. Danke, Kachubi. Weißt du, es ist jetzt die einzige Chance. Es ist die einzige Chance, dich hier nochmal zu beweisen, Kachubi. Es gibt mehr als genügend andere Pokémon auf der Bank, die dich ersetzen können. Let me repeat myself. Es gibt mehr als genug auf der Bank, die dich ersetzen können. Allein jetzt bist du ersetzbar, weil die Queen deinen Job besser machen kann. Nur mal nebenbei. Stimmt, ich kann den Paten ja mit... Ja, ganz vergessen. Der Pate kriegt auch spezielle Erfahrung, da war ja was. Mit seinem Samurai-Lauchschwert. Fragt nicht, es macht Sinn. Jesus! Hätte ich schon viel früher mal raushauen sollen. Das ist ja voll effektiv gegen diese Mistdinger. Nichts gegen Nebulak, though. Nebulak ist awesome. Boah, wo bin ich? Bis zum Reich der Toten. X-Treffer, ja geil. Wieder was für meine Shoppingliste. Noch ein wildes Tagosso. Sollten die Dinger nicht eigentlich selten sein? Ihr wisst schon, selten. Ultimate Shadow, um das mal kurz anzumerken. Ich habe bereits ein Let's Play von Killer is Dead gemacht. Das ist schon ein bisschen älter, aber schau dich einfach mal durch meine Playlist auf YouTube. Da müsstest du auf eine Killer is Dead Playlist stoßen. Und das Spiel ist wie ein Arthouse-Film. Ist merkwürdig, die Story macht mittel bis gar keinen Sinn. But Gameplay is awesome. Gameplay is fun. So in etwa. Brrr. Aber ich würde es auch, glaube ich, nicht nochmal spielen, weil Killer is Dead ist so eine Sache. Das Gameplay ist awesome, aber kann auch manchmal super frustrierend sein. Ist ja gut, Zunder. Ich hol dich raus. Der Pate macht das. Mit seinem Lauch-Samurai-Ultraschwertsturm. Oh, he dies. Das ist auch eine Option. Das könnte nämlich genauso gut gleich passieren. Nachtnebel. Ja, oh Gott. Pate, das überlebst du nicht. You will not survive. Ich heil dich mal hoch, warte. Super Twank. Wow, 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 wow. Hat keine Wirkung, du Fuck. Jetzt steche ich dir die Augen aus. Verwirrung. Man hätte dich schon viel früher nerven müssen. Dieser Status gehört verboten. Grinse. Lass sein. Spaß dir. Come on.
Geht doch, danke. Meine Güte. Die Hälfte der Energie... Volltreffer, das wolltest du jetzt wirklich noch zeigen, ne? Das musstest du wirklich noch beweisen jetzt. Das war irgendwo unnötig. Irgendwo war das sehr unnötig. So, Zunder wieder auf Arbeitsniveau. Dagon Camper, danke dir fürs Followen. Noch so eine Nuss. Könnt ihr nicht wenigstens ein Tragosso haben? Irgendwas in der Art. Dann irgendwas so in der Art, ne? Ah, ne, natürlich immer nur Nebulak. Ging daneben. Zunder! Was machst du mit mir? Zunder! Auf welches Projekt, was ihr jetzt EP gemacht habt, bin ich richtig stolz. Eigentlich. Gute Frage. Ich glaube, das ist überwiegend Forbidden Memories. Oh, come on! Könnt ihr mal was anderes machen, außer Konfu-Streit zu spammen? Es geht langsam echt auf den Keks. Meine Güte. Forbidden Memories war eine Sache, wo ich nicht gedacht habe, dass ich es durchziehen kann. Aber die Stunden, die ich da ins Grinding gesteckt habe, ey. Du kannst keine weiteren Items tragen. Don't tell me what I can do and what I cannot do, you fuck. You fuckbuck. Schmeiß den Aufwecker mal in den Müll. Sonderbönbön. Können wir gleich benutzen. Sehr schön. So, wer hat das verdient? Wer von euch war ein gutes Knöff? Komm, weißt du, Zunder, du hast so viel jetzt dieser Etage bislang gemacht, immer gekämpft. Du hast es mal verdient. Come on. Nee, meine Catcher-Card still busted. Ich konnte sie immer noch nicht einschicken, deswegen, ich kam da noch nicht zu. Super Trank. Einmal voll machen, bitte. Ach, fuck you. Mein Nebulak ist einfach nur nervig in der Edition hier gerade. Es ist wie Wickel. Es hört einfach nicht auf. Jesus, diese Edition hier ist echt mit Nachtnebel. Ich meine, der Angriff klingt erstmal super awesome, ne? Come on, really. Die 2% jetzt? Ja, nicht auf meiner Schicht. Ich habe mehr als genug Tränke für so einen Kram. Nee, mit Sicherheit nicht. Oh, come on, Zunder! Tu mir das doch nicht an! Nicht mehr verwirrt, danke. Gottes Willen. Verwirrung ist echt der größte Jatz hier. So. Meine vorhersehenden Kräfte sagen mir, verschwinde, Eindringlinge. Geist taucht auf. Das Schiff sozusagen ein Geist identifiziert. Es ist Knogger, was mehr aussieht wie ein Bomberman-Charakter. Scheiße, das Ding ist Level 30. Ey, caramba! Ja, war ein Viech. Wow. Kann ich das Ding fangen? Weicht aus. Ach, schade. Lässt sie nicht fangen. Tja, schade. Ich hätte dich gerne im Team gehabt. Hätte ich gern dabei gehabt. Das wäre dann Aiken 2. Tja. That's what you get. Der Geist war ihre Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist nur ins Jenseits eingekehrt. Und was ist, wenn ich nicht ans Jenseits glaube? Spiel, was ist dann? Wenn ich mir an mein Spaghetti-Monster glauben möchte. Komm, Fackerf. Nein, okay, gut. Gut, jetzt kommen wir jetzt ins Trainerkämpfe, wo... Warum bist du hier?
Bitte sag mir nicht, dass ihr auch alle nur Nepulax habt. Ich würde wirklich durchdrehen, wenn das der Fall ist. Gut, okay. Ihr habt einfach nur Level 25 Zubats. Ich bin kein Experte, aber müsste es nicht eigentlich schon, ich weiß auch nicht, ein Golbat sein? So, ganz, ganz blöd ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Ach, Kachupi. Kachupi, save me. Kachupi. Chakupi. Chakupi klingt ja noch bescheuerter. Vergesst, dass ich das gesagt habe, bitte. Oh, Gottes Willen. Pichuka. Pichuka ist auch nicht schlecht. Das ist echt so dieser, der Zubat-Trainer hier aus Team Rocket. Das ist der Zubat-Züchter. Von dem hat jeder im Team Rocket sein Zubat. Bei sich auf der Farm hat er auch nur Zubats. Seine Farm ist in der Höhle. Er wohnt da auch, weil er kein Haus hat. Aber guck mal, er hat wenigstens einen Golbat. That's some nightmare fuel. Das Ding ist ekelhaft. Mach es weg, Kachupi. Oh ja, das kotzt Funken. Wunderbar. Das ist genau, was ich brauche. Oh fuck, ja, das ist... nicht gut. Oh oh, oh oh. Komm, Zunda. Ich glaube an dich. Ich glaube. Ich glaube, dass du drauf gehst, weil ich das war... Oh mein Gott, oh Gott. Muss denn das immer sein? Könnt ihr nicht einfach nur sagen, Kreideschrei? Und nicht immer diesen fucking Menschenabwehr-Sound machen? Ich werde nie verzeihen. Geh doch, hau doch ab. Geh doch, dich vermisst hier keiner. Loser. So. Also Leute, this is why I hate people. Na, weil so ein alter Knacker ja behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Meine Meinung. Wow, licht dir Twitter zu, Junge. Könnte helfen. Ugh. Die Version von Smogon sieht echt nicht schön aus. Wappi! It did like nothing. Das ist schön. Okay. Zui, übernimm du. Ball! Süß. Genau das meine ich. Deswegen mag ich Zui. Es ist einfach mal schön zu sehen, wie Leute gegen eine Wand laufen. Zui. Schmeiß mit Stein. Mehr verlange ich nicht von dir. Du sollst einfach nur Steine werfen. Ein Traumator. Das ist doch mal fancy. Hi. Sag mal, Überroller. Cool. Sag mal, Zui, triffst du mit irgendwas? Gibt es irgendeine Attacke, die tatsächlich häufiger trifft bei dir? Warum habe ich Kampf gegen einen Psycho-Pokémon eingesetzt? Das war total dämlich. Buddel dich ein, komm. Begrab dich. Begrab dich aus und dann hau das Ding um. Dankeschön. Bitte lass mich in Ruhe. Ich weiß, die verprügel dich hier. Geld verdienen gut. Also, so eine Gelegenheit. Licht dir Twitter zu, das hilft Leuten wie dir. Man wird niemand retten, Kleiner. Ihr steht einfach nur im Gang und lasst den alten Mann da machen, was er möchte. Ihr tut ihm nicht mal wirklich was. Alter, ich meine wirklich. Ach shit, da kann ich Kachupi jetzt nicht reinschicken. Ah, dann nenne ich das die Queen. Queen ist eh für jeden Job geeignet. So, Queen ist ein Tank, macht Damage, ist schnell. Die Queen ist einfach die Queen. Das Monstrum, es ist der Kaiju in unserem Team. Mach als Fratzen, wie süß. Oh mein Gott, du bist mir ja ein Schnuggelchen. Bläh, ein Radfratz. Radde. Ne olle Radde. Sau klär die Radde. Oh, come on, wirklich?
Hyperzahlen. Fühlt sich toll, dass du diese Attacke kannst, ne? So eine Attacke, die sonst kaum einer kann. Oder gar keiner. Eins von beiden, so ist der aus. So ist der aus, du Radkant. Ein Radikal, der war ja... Radikal. Es sieht immer so bescheuert aus. Der Sprite von Radikal. Er ist einfach... Krieg Mund nicht zu. Wie auch mit diesen Zähnen. Wie ist dieses Ding? Wie lebt diese Kreatur? Yay! Gobble ab! Wenn Gobble auflevelt, ist es kein Level Up, es ist einfach nur ein Gobble ab. So, komm. Kill it. Kill it with Thunder. Perfect. Leg den Team Rocket an. Du hast gerade verloren. Oh shit, boy. Oh shit, boy. Es ist Gobble. Es ist Gobblezilla. Jetzt haben wir einen zweiten Kaiju im Team. Es ist Gobble-Floor. Es ist Gobblezilla. Alter. Das Ding ist wirklich Gobblezilla. Vor allem will sich das Ding jetzt gerade messen mit der Queen? Das Ding ist in all den Punkten sogar besser als die Queen. What the f... Gobble! Gobble-Digitation zu Gobble-Floor! Okay, schön. Wait, what? How do you exist here? Es gibt hier Alpollos? Es gibt hier Alpollos? What? Okay, I want you, I need you. Das wird zwar ein Pain in the Butt, dich zu kriegen, aber I want you. I want that shit. Ja, jetzt wird's richtig nervig. Come on! Das kann doch nicht wahr sein. Weil wenn ich dich nicht krieg, bist du immer noch ein Haufen Kohle wert. Also ein bisschen Haupterfahrung meine ich damit. Aber dich zu killen wird gerade ein Problem. Weil du gehst mir auf den Keks. Das sollte eigentlich nicht... Das Ding ist 28, Alter. Paralysiert, perfekt. Ich wusste nicht mal, dass Apollo existieren kann hier. Ah, soll ich nochmal? Ich versuch mal einen Ball. Ich versuch's mal mit dem Ball. Come on! Das funktioniert. Pass auf. Hab ich nicht einen Hyperball? Ich hab einen Hypertrank. Nö, hab nur Superbälle. God damn it. God damn it. Aber ich hab genug davon. Ich kann die immer nach dir schmeißen. Komm mal. Ich krieg dich schon noch. Ich krieg dich noch. Okay, du willst es ja echt drauf anlegen, ne? Du willst es echt drauf anlegen. Zunder. Ich schick dich vielleicht jetzt hier rein, um zu sterben. Das ist... ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Pokémon-Trainer. Perfekt. Ja, ich habe dich hier reingeschickt, um zu sterben. Aber du hast deinen Zweck erfüllt. Das ist viel wichtiger. Gobble-Floor! Come on! You got no chance! Ich weiß nicht, warum ich dich gefangen habe, weil an sich... Ich habe einen Nebulak, aber... Es ist irgendwie viel cooler, wenn du einen Apollo fängst. Angeblich aus einer Dimension, da es durch Wände gehen kann. Warte mal, das ist jetzt... ich kann natürlich keine 2 einfügen.
Nur damit das klar ist. Komm, mich zu retten. Oh, vielen Dank. Ich bin freiwillig hier. Komm her, um die Seelen von Dragossos Mutter zu beruhigen. Die war vor der Tür. Also, nur mal so. Seine Knochen sollten nun ewig Jahrgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke für deine Sorge um mich. Hol mir in den Pokémon Clubhaus am Ende des Turms. Yoga Teleport. Ey, Opa. Schmorf! Du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du dein Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dem wird dir bei der Abenteuer helfen. Oh shit, ne Flöte. Hör Pokémon auf, wenn du das Spiel der Pokéflöte hörst. Du kannst damit alle Erschlafen der Pokémon weg. Oh cool, ey, ich geh dann mal. I'm off, bitch. Nee, 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 nee. So, erstmal Zeug verticken. Wir haben ja wieder ein Nugget, was wir noch loswerden können. Und ja, das Nugget erstmal. Oh, fuck. Fuck. Der X-Treffer kann auch mal weg. Brauchen wir auch nicht. Wobei, das war doof. X-Treffer hätte ich auch noch gebrauchen können. Na, mal ein bisschen aufstocken. Ein bisschen aufstocken. Ja, dann müssen wir jetzt langsam mal nach Fuxania City, so wie es aussieht. So wie es schätzt. Schätzelein. Aber vorerst noch. Viel wichtiger noch. Katschupi. Folgendes. Deine Attacken, deine Techniken werden nicht mehr benötigt, ist das Problem. Deine Skills sind nicht ausreichend. Dein Level ist nachreichend. Aber wo ist sie? Ah, hier. Aber seien wir ehrlich, das ist um einiges effektiver. Das ist um einiges effektiver. Es ist zwar noch ein Gift-Typ an sich, aber es wäre super fancy. Weil ich wüsste nicht, wen wir sonst noch... Ich meine, wir können... Nee, Macho Man wäre ein Kampftyp. Das wäre eine Sache. Aber da müssen wir erstmal wieder Level reinstecken. Aiken, nee. Noch ein Bodentyp ist Don Kappa. Wäre auch nicht dabei. So ein pur Wassertyp ist zwar cool. Wer war Orn? Rettern. Ja, fuck right off. Plateau? Super. Wieso habe ich sowas überhaupt? Irgendwie war unser Mankey. Mankey ist Kampftyp, wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, aber ich sehe das nicht wirklich. Rüber? Myraplag. Ja, we don't need you. So böse ist, wir haben unseren Gobble-Kaiju, also von daher. Wir nehmen einfach mal, wir nehmen mal Keso mit. Das wird schon funzen. Das wird schon irgendwie... Ich meine, das ist... Jetzt haben wir zwar drei Gift-Typen, but who the fuck cares? Ich meine, Gift ist hier nichts, was so harte Counter hat, so sag ich und muss mich dann gegen Sabrina irgendwann anlegen. Ich werde meine Worte irgendwann bereuen, ich weiß das ganz genau. So, jetzt haben wir Gobblefloor, Zunder, Killer Queen, Sui ist höchstwahrscheinlich, aber das Problem ist, man darf nicht vergessen, wir brauchen auch noch jemanden später, der Stärke kann. Und Sui ist nun mal ein ziemlich buffer Dude. Muss man jetzt ja mal sagen. Und als buffer Dude brauchen wir ihn später. Das heißt, ihn bräuchten wir tatsächlich später. Ich sehe das hier jetzt ein tatsächlich ziemlich gutes Team, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich würde sagen, wir gehen hier längs. Weil ich glaube, ja, das ist jetzt die Frage. Jetzt, da wir ja Katschupi nicht mehr haben, ne? Weil ich habe keinen Bock auf die Fahrradroute, wenn ich ehrlich bin. Die ganzen Biker da mit ihren Abgasen da, das ist, ist ungesund für die Lunge. Aber wir haben Pokémon Tom zur letzten Ruhe gebettet. Ey, geh mir dieses Term, wir benötigen nicht länger. Okay. Sorry, by the way, dass dein Pokémon krepiert ist. Ihr wisst zwar, das ist, ne?
Pokémon Center für sowas gibt, da... Wieso will ich irgendwem, irgendwo fucking Sternschauer beibringen? Und... Oder Bodych... Why? Why would I ever? Warum sollte ich? Oh Gott, die Wassertexturen tun auch überhaupt nicht auf den Augen weh oder so. Oh, joi. Ein Klempner. Ne, ein Angler. Sieht aus wie ein Klempner. Es sieht einfach... Böse gesagt, das jetzt sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus. Volltreffer. Aber Nachtnebel... Was war das jetzt nochmal? Nachtnebel war immer ein Viertel? Nee, warte. Nee, Nachtnebel war mein Level, oder? Der Level in Damage? War das nicht so? Deswegen aktuell ist Keso noch ein absolutes Glücksspiel. Und es zahlt sich gerade aus. Ich flashbang mich hier auch die ganze Zeit selber. Das ist... Das war so. Okay, gut. War ich doch richtig. Also, ergo, je höher mein Level, desto eher der Damage. Das ist nice. Dein Goldini hat hier nichts zu melden. Flashbang! Haha! Disturbed! Sowas von gerecht jetzt. Jetzt sitz ich mal hier am Hebel. Außer in solchen Momenten. Na, dann natürlich nicht. Aber sonst sitz ich hier jetzt am Hebel. Gut, aber das war's dann für diese, von dieser Folge von Pokémon Nord. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.